Das ist die Aktie der Silicon Valley Bank, die erste Bank, die in diesem Jahr ja, die Türen richtig geschlossen hat. Und was ist da der Hintergrund? Also die Bank hat einfach Probleme gehabt ja, mit den steigenden Zinsen. Sie haben auf der einen Seite Anleihen gehabt als Sicherheit und auf der anderen Seite Einlagen von den Kunden. Viele Startups waren da drin, die halt ihre großen Funding-Runden gemacht haben, dann das Geld als Einlage dort hatten. Okay, der Kai hat es genau gesehen. Silicon Valley Bank, aber steht doch noch, okay, SVB Financial, naja, die Profis haben es gewusst. Ja, und die haben das Ganze gewusst. Die ganze Aktie war mal so viel wert wie die Deutsche Bank, Commerzbank zusammen. Ist jetzt auf Null, schließt die Türen, aber die Einlagen sind gesichert. Das hat die Notenbank hier geklärt. Und das ist ein ganz wichtiges Event, das wir sicherlich in einem Jahr nochmal zurückdenken werden. Und vielleicht sagen wir noch, oh, das war damals der Anfang von was immer auch jetzt danach kommt. Und was könnte das jetzt zum Beispiel sein, das, was ich meine, mit was danach kommt? Sie gibt auf der einen Seite die Einlagen, die da von den Kunden dort waren, und auf der anderen Seite die Kreditverbindlichkeiten. Silicon Valley Bank hatte halt Startups finanziert, die Eigenkapitalrunden gemacht haben, und die haben dann noch einen Kredit zusätzlich gekriegt. So, jetzt haben die auf der einen Seite die Einlagen von den Startups, die jetzt am Freitag erstmal nicht mal an ihr Geld rankamen. Sicherlich kein gutes Gefühl. Und das wurde jetzt aber geklärt. Das heißt, die Einlagen können runtergenommen werden. Aber im Gegensatz zu der Finanzkrise, die wir 2008 gesehen haben, ist es diesmal so, dass der Staat kein Bailout macht, sondern das darf er ja auch in Amerika per Gesetz nicht mehr, sondern gibt eigentlich ein Bail-in, müssen eigentlich die Aktionäre dann dran glauben und im Notfall die Leute, die Geld bei der Bank hatten. Das wurde aber hier jetzt ausgeschlossen. Das heißt also, alle kriegen ihre Einlagen. Und jetzt guckt man sich auch noch verschiedene andere Banken an. Also die nächsten zwei Banken hat es jetzt auch direkt dann noch mit erwischt. Und jetzt muss man einfach mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Ist das jetzt der Anfang oder ist das nur ein One-Off-Event, wie man immer so sagt? Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es sich um ein One-Off-Event handelt, weil steigende Zinsen haben natürlich bedeutet, dass die Anleihen, die die Bank auf der einen Seite in ihrer Bilanz hatte, dass die gefallen sind. Steigende Zinsen, fallen die Anleihen, fallen die Zinsen, steigen die Anleihen. Das ist dort die Abhängigkeit. Und jetzt hat die Notenbank eine Regelung gemacht, dass man Anleihen auch zu 100 dort immer als Sicherheit abgeben kann. So eine Änderung, die macht man nicht, weil man glaubt, dass alles in Ordnung ist. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, irgendwas ist in jedem Fall im Argen. Jetzt muss man mal gucken. Also am Freitag hat man wahrscheinlich gedacht, dass die Märkte heute minus 5% reinkommen und wir große Themen haben werden. Interessant ist eigentlich dabei, was machen denn jetzt gerade die Märkte? Gucken wir uns das mal an. Und da gehe ich nochmal auf den Bloomberg-Screen und schauen wir uns das mal an. In Deutschland 3% runter, schon ordentlich, fast 500 Punkte, aber auch durch die Bank in Europa, also bis zu 4%. In Italien ging es runter. Nur die Schweiz und die Schweden halten sich mit weniger als 2%, 1,2 bzw. 1,6% im Minus. Amerika, da wo das Problem ist, steigt. Ja, da fragt sich der eine oder andere, wie kann das eigentlich sein? Und das kann daher sein, und das ist deswegen der Fall, weil die Amerikaner halt jetzt Maßnahmen ergriffen haben. Und vor allem ein ganz wichtiger Punkt, weil jetzt wieder Fantasie reinkommt. Das bedeutet, die Anleger, die denken sich jetzt, Mensch, was heißt denn das? Das heißt, die Zentralbank wird die Zinsen nicht mehr so erhöhen. Und ob dem halt dann so ist oder nicht, das werden wir dann sicherlich sehr bald sehen. Jetzt wird spekuliert, die Zinsen werden jetzt im zweiten Quartal in Amerika nicht angehoben. Es gibt eine Zinspause. Dann kommt Liquidität in den Markt. Und Liquidität ist natürlich immer ein ganz wichtiges Thema. Und dementsprechend muss man jetzt natürlich auch die Strategie anpassen. Ne? Das heißt, ist das so, dann können die Kurse nochmal vielleicht sogar auf neue Allzeithöchststände gehen. Wenn Liquidität reinkommt, Entspannung kommt, ist das nicht so? Ist das nur ein Versuch, etwas zu kaschieren und steht da vielleicht viel mehr dahinter? Dann ist das sicherlich hier ein gutes Niveau, um zu verkaufen. Aber schauen wir erstmal, was ist im letzten Monat seit unserem letzten Call genau passiert. Der DAX ist einfach zur Seite gegangen. Ich zeige das hier nochmal. Das ist ein tollen Stift dazu. Das war ja von hier bis da der Zeitraum. Eigentlich sind wir da, wo wir auch vorher gewesen sind. Dann, was hat der amerikanische Index gemacht? Der
So. Der S&P 500, der hat das Ganze schon so ein bisschen anders verändert. Da sind wir halt ordentlich nach unten gegangen. Das heißt, hier sind wir einige Prozent gefallen. Vor allem halt letzten Freitag, letzten Donnerstag ging es ja da ein bisschen runter. Heute wieder ein Stückchen nach oben. Ist also schon eine andere Bewegung als im DAX. Und eigentlich ganz spannend. Also Europa outperformt weiter Amerika. Am heutigen Tag ist mal abgesehen. Aber was natürlich auch sehr spannend ist, der VIX, der Volatilitätsindex, der ist ordentlich angestiegen. Also von daher super, dass wir da einen Trade gemacht haben. Ich gucke mal, was macht der heute, der Volatilitätsindex? Also auch eine ganz spannende Sache. Hier sehen wir den Volatilitätsindex, der ist ordentlich angestiegen, also aus dieser Range raus bis über die 30. Und da sehen wir, es war das letzte Mal im Herbst, als wir an den Tiefpunkten der aktuellen Korrektur der Märkte gewesen sind. Und dann ging es schön nach oben, dann wieder nach unten und heute wieder massiv nach oben und jetzt wieder ein bisschen Entspannung. Aber so etwas ist halt nicht normal und ist halt kein gutes Zeichen für die Märkte. Und das ist meistens immer nur der Anfang von etwas Größerem. Gold hat sich sehr gut entwickelt, ist gestern und heute ordentlich gestiegen. Also da haben wir auch schönes Exposure aufgebaut in Gold, das hat also auch ganz gut gepasst. Bitcoin, der kam natürlich mit Nachrichten um die Silicon Valley Bank ordentlich unter Druck, hat aber schon am Wochenende wieder gedreht, nachdem man gesehen hat, oh, da wird es eine Lösung geben. Das wird kein zweites Lehman, wie wir es 2008 hatten. 2008, muss man dazu sagen, gab es in der ähnlichen Zeit wie jetzt, auch im Frühjahr, schon Probleme mit Bear Stearns, die jetzt auch nicht mehr da sind. Und Lehman war ja nur dann das nächste Ereignis, was danach kam. Das ist also auch ganz interessant. Und da hat man es auch noch, also bis Juni stiegen ja die Kurse, auch im Juli war ja noch keine Krise richtig zu ersehen an der Börse. Also ich sehe da immer mehr Vergleiche mit 2008 in der aktuellen Marktphase. Mit dem einzigen Unterschied, die Zinserhöhungen sind jetzt viel schlimmer und wir haben viel mehr Schulden, als wir es 2008 hatten. So, aber ich würde jetzt am Anfang kurz ein bisschen was zum Markt sagen, weil das entscheidet natürlich auch, welche Strategie wir machen. Das ist hier der wichtigste Teil. Hier auf diesem Chart steht die globale Zentralbankliquidität. Und wir sehen, die ist jetzt hier in den Jahren so ganz okay gewesen. Dann ging es natürlich zur Corona-Krise gigantisch nach oben. Dann jetzt 2022 stark runter, was wir in den Kursen gesehen haben, Nasdaq -30%. Und ist jetzt wieder gestiegen. Fed verkauft fast 100 Milliarden jeden Monat. Die EZB wird 15 Milliarden jetzt ab März dann auch die Liquidität reduzieren. Aber wer macht da was? Die Japaner. Die Japaner gleichen das aus, indem sie viel mehr reinpacken, als die anderen rausziehen. Also das unterstützt die Märkte. Das heißt, es ist mehr Liquidität aktuell in den Märkten dort. Und sicherlich wird das jetzt durch dieses Ereignis, wird die Liquidität auch in Amerika, Treasury Department wahrscheinlich auch was machen, mehr in den Markt kommen. Also das ist positiv für Aktien. Aber ein Punkt, den ich auch immer hier gerne erwähnen möchte, ist die Zinserwartung. Also mittlerweile rechnet man ja schon wieder mit fallenden Zinsen in diesem Jahr, obwohl die Notenbank ja sehr klar gesagt hat, Inflation ist das Hauptthema und die muss bekämpft werden. Und Börsen drehen eigentlich erst, wenn die Zinsen gesenkt werden, nicht wenn sie steigen. Und das heißt, der Tiefpunkt kommt in der Zinssenkungsphase. Also da gibt es sicherlich negatives Überraschungspotenzial. Aber positiv ist natürlich, hier sind so die Monate, also hier haben wir seit 1950, letzten 20 Jahre, letzten 10 Jahre und in Vorwahljahren in Amerika. Weil der Präsidentenzyklus ist ja immer sehr interessant und sehr wichtig in Amerika. Und da sehen wir hier in diesen Vorwahljahren, ist es eigentlich, und auch noch ein Dreierjahr, in fast 90% der Fälle ist es so, dass das steigende Jahre waren. Also hier kommen wir jetzt in eine Zeit, wo die Märkte technisch von historischen Daten ausgehend unterstützt sein könnten. Wir kommen aber auch in eine kleine Zeitenwende. In eine Zeitenwende dahingehend, dass wenn wir uns mal die 6-Monats-Anleihen in Amerika mit der Gewinnrendite vom S&P 500 vergleichen, ne, also hier sehen wir die Rendite der Unternehmen im S&P 500 und in Rot, ne, was kriegt man für 6 Monate Treasury-Bills? Das war nicht so viel, das ist mittlerweile relativ viel. Ne, in der Spitze waren wir jetzt hier auch schon bei 5%. Das heißt, ich bin da, wo ich auch bei den Aktiengewinnen bin. Und das macht natürlich das Aktieninvestment nicht mehr so spannend. Ne, muss man auch berücksichtigen. Also
Von daher kann es natürlich zu Umschichtung kommen von Aktien in Rentenpapiere, weil warum soll ich mir die Volatilität am Aktienmarkt antun, wenn ich sichere 4-5% Rendite in Amerika auf der Anleihenseite erhalten kann? Das hat natürlich wiederum dann Auswirkungen auf die Aktienmärkte, wenn verkauft wird. Welche Richtung das dann genau nehmen wird, das sehen wir hier beim S&P 500. Da gibt es eine interessante Übersicht. Die S&P-Gewinne fallen wieder. Also das hatten wir hier einmal. Dann ging es halt einige Quartale nach oben. Das sind die Quartalsgewinne immer. Weiß ist das erwartete Wachstum und das letzte Wachstum ist das in Orange. Und da ging es erst runter, klar, es war Corona-Krise, Lockdown. Und dann ging es massiv nach oben. Und jetzt haben wir wieder ein Quartal mit fallenden Gewinnen gehabt. Historisch war es dann so, dass es halt mehrere Quartale hintereinander fallende Gewinne gegeben hat. Und das bedeutet natürlich dann für die Aktien und für die Gewinnschätzung, die die Analysten dann an der Börse haben für diese Aktien, dass es dort wahrscheinlich Downgrades gibt, wie es dann heißt, also wenn die Einschätzungen nach unten revidiert werden. Und das führt dann meistens zu fallenden Kursen. Schauen wir uns das Sentiment kurz an. Fear and Greed Index, der Fear and Greed Index, das ist ein ganz interessanter Index, wo wir ja sehen, da sind wir jetzt schon im Bereich von extremer Angst. Und extreme Angst bedeutet, man soll ja immer das Gegenteil machen von dem, was die Masse macht. Hier könnte es auch eher wieder nach oben gehen. Was heißt das jetzt unterm Strich? Unterm Strich bedeutet das, wir haben ein sehr gemischtes Bild. Und dann gucken wir uns nochmal alternative Anlagen an, wie Gold. Da fand ich interessant die ETF-Bestände in Gold. Das sind hier ETF-Zuflüsse, die blaue Linie, die sind runtergegangen, ne? Ordentlich nach unten. Der Kurs ist nach oben gegangen. Das heißt also, da ist ein bisschen Geld rausgegangen aus dem Goldbereich. Kann man am Chart aktuell gar nicht so erkennen, aber es ist zumindest ein Punkt, wo man genauer hinschauen muss. Jetzt sehen wir hier, es ist der Goldpreis ist schön angestiegen. Heute ja auch noch mal ein Stückchen. Da ist sicherlich dann also auf der einen Seite die Dollarbewegung, weil wenn der Dollar wieder schwach geht, ist das positiv für den Goldpreis. Und wenn ja, die Notenbanken wieder ein bisschen mehr drucken, dann hat man doch lieber Gold als irgendeine Währung, die gerade viel mehr wird. Also von daher ist es sicherlich eine Kombination, weswegen Gold aktuell nachgefragt ist. Schauen wir uns die Aktienindizes an. Der DAX, am Freitag war er an der kritischen Grenze, die hat er heute nach unten verlassen. Das heißt, wir befinden uns jetzt aktuell hier beim DAX. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, der Aufwärtstrend, den wir von Oktober hatten, der ist gebrochen. Und das ist jetzt erstmal schlecht. Und jetzt ist, wir sehen es hier, 15.000 ist die kritische Marke. Wenn wir da am Freitag immer noch drunter stehen, dann sind sicherlich Kurse von 14.500 oder gar 14.000 nicht ganz so weit mehr entfernt. Dann schauen wir uns den S&P an. Der ist auch an einer kritischen Marke, war ja schon so ein bisschen tiefer als der DAX. Also vom Hoch war er eher im Abwärtstrend, aber ist jetzt hier stabil geblieben. Auch heute geht es ja wieder nach oben. Das heißt, der S&P ist so im neutralen Bereich, also ist jetzt kein Screaming Sell, wie es vielleicht der DAX zu sein scheint. Bitcoin ordentlich angeschlagen, ging natürlich hier runter. Und der krabbelt sich jetzt gerade, ist 16% in den letzten Tagen gestiegen, also auch eine ordentliche Kursbewegung. Und jetzt muss man mal gucken, wie es da hier weitergeht. Sicherlich von den News abhängig. Beim Kryptobereich gab es ja auch die ein oder andere News, Silvergate etc. Gucken wir mal. Zusammenfassend, was haben wir? Wie immer das Ampelsystem, weil das entscheidet dann über die Asset Allocation, über die wir jetzt ja gleich reden. Wir legen ja hier gemeinsam 20.000 Euro an. Notenbankpolitik ist noch rot. Zinsen werden weiter erhöht, Liquidität geht raus, aber Liquidität, wenn die jetzt reingeht, könnte natürlich dann die Ampel auf Orange umspringen. Makroökonomisch, das sieht nicht gut aus. Die Gewinne gehen runter. Alles, also da gibt es sicherlich viel Störfeuer. Edelmetalle sieht sehr konstruktiv aktuell aus. Technische Lage gemischt bis rot. S&P gemischt, Rest eher mal rot. Kryptowährung würde ich momentan auch noch die Finger von lassen. Ist einfach noch zu viel Neues, zu viel, was dort passiert. So, nachdem wir jetzt wissen, was machen die Märkte und die Farbe des Monats dann kennen, die ja doch eher rot als grün ist. Was machen wir mit dem Portfolio? Und
Da würde mich mal interessieren, schreibt mal rein, hat das bei euch allen geklappt? Also hat das geklappt mit dem Gold, das ihr kaufen konntet? Habt ihr das Limit beim VIX-Index eingestellt, dass ihr bei 75 Cent den Turbo-Optionsschein gekauft habt? Habt ihr die Einstellung dann noch vorgenommen, der Active Trading-Strategie zu folgen? Hat das alles geklappt? Gibt es da irgendwelche Fragen, die ihr habt? Einfach mal in den Chat reinschreiben. Und während ihr das in den Chat reinschreibt und ich gleich darauf eingehe, gucken wir uns mal unsere Asset Allocation an. Die haben wir ja letztes Mal gemacht. Wir haben ja 50%. Das ist die Trading-Strategie. Sehr gut. Lasse, sehe gerade, hat geklappt bei euch. So, und dann haben wir 20%. Da packen wir in Edelmetalle, Granvalora. Dann haben wir den Aquantum Active Range Fonds, Volatilitätsfonds gekauft. Und hier haben wir die anderen Assets verteilt. 1,76, das ist ja die Volatilität, die wir gekauft haben. Und dann schauen wir uns mal an, was haben wir aktuell an offenen Positionen? Wir haben an offenen Positionen den Aquantum Active Range. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen Plus gemacht. Der Fonds ist gestiegen, ist da auch im Plus fürs Portfolio, hat also einen Beitrag von 0,24% gebracht auf Portfolio-Ebene. Und so, ich schiebe das mal rüber. Ich zeige euch dann auch ja, mein Portfolio. Nehmen wir das auch mal. Ups, da habe ich einen falschen Stift. Wo ist er denn da? Die Maus. So, das ist ja das Portfolio, was wir haben. Das heißt, es sollte auch bei euch dann so aussehen. Ihr habt ja die Gesamtübersicht. Ich habe jetzt hier noch eine andere Strategie, denn wir werden im nächsten Monat werden wir einer Investmentstrategie folgen, der Multi-Asset-Growth-Strategie. Die ist gerade bei uns noch in der internen Vorbereitung und die wird bald freigeschaltet. Da habe ich auch ein bisschen was investiert. Und jetzt gucken wir uns hier das mal an. Wir haben Blick. Hier ist ja MyTrader. Das heißt, aus den 10.000 da sind schon mal 60 Euro dazugekommen jetzt in den letzten Tagen. Und bei MyBroker, da ist ein bisschen mehr dazugekommen, weil der Wohlerschein ganz gut gestiegen ist. Und bei dem Aquantum Active Range Fonds ist auch schon was dazugekommen. Das geht also alles hier in die richtige Richtung. Und genau, das sind diese Strategien. Gucken wir uns das nochmal an. Bei MyTrader die Strategie und MyBroker dann auch. Jetzt wäre hier der Punkt, also das ist sozusagen das Live-Portfolio. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Das sind die Positionen, die ihr habt. Alle, die jetzt gefolgt sind. Wir haben also einmal den Aquantum Active Range Fonds. Den haben wir aufgebaut und den wollen wir jetzt auch hier nochmal halten. Das heißt, der profitiert ja von Volatilität. Das heißt also, für den ist das das ideale Umfeld. Und wenn das weiter so volatil bleibt, dann rechne ich damit, dass wir das am Jahresende 10% plus machen. Vielleicht sogar einen Schnaps mehr. Im letzten Jahr hat er ja sogar über 15% plus hingekriegt. Das wäre hier meine Erwartung. Das heißt also, diese Position mit knapp 10%, die lassen wir. Das ist unsere Kernposition für dieses Jahr. Auch ein guter Cash-Ersatz. Wir wollen ja auch mal lieber investiert sein, als zu viel Kasse zu halten. Dann haben wir hier, da gibt es heute Handlungsbedarf bei euch. Wir haben ja den Mini Long Open End CBOE VIX 12,88 gekauft. Dahinter steckt halt ein Turbo-Optionsschein, ein Zertifikat, was, wenn wir uns den VIX angucken, zack, wenn wir uns den VIX angucken, eine Grenze von 12,88er. Das heißt, solange der VIX oberhalb von 12,88 ist, und das ist nicht an dieser Linie, sondern das ist genau an dieser Linie dort unten. Das heißt also, so lange partizipieren wir und das Risiko, wenn der VIX da drunter geht, dann ist er Knockout, dann wird er ausgenockt, aber wir sehen, da ist viel Abstand. Da waren wir schon sehr lange nicht mehr bei 12,88. Da müsste ich jetzt wirklich lange zurückgehen, bis wir das sehen. Und deswegen freuen wir uns, dass er jetzt so doll angestiegen ist, dass wir auch ein gutes Timing hier mit dem Call haben. Hier würde ich Gewinne mitnehmen. Das Papier ist ordentlich gestiegen und da kann man jetzt heute Gewinne mitnehmen. Das heißt, jetzt, ihr habt das ja in der Brokerage-Funktion, also direkt auf die Brokerage-Funktion gehen, Portfolio verkaufen drücken und dann auf Bestätigung
und diese Position jetzt verkaufen. Dann haben wir dort auch Gewinne mitgenommen und alleine diese Position, das ist das Spannende, weswegen ich auch immer sage, man braucht halt für die Asset Allocation immer verschiedene Positionen, verschiedene Risiken, die man eingeht. Und wir haben ja, das sind 3,5% gewesen, das heißt aufs Portfolio 1,75% und wir haben 0,9% aufs Portfolio damit gewonnen. Das heißt also, wir hatten ein maximales Risiko von 1,75, weil es der gesamte Investmentbetrag war, der nicht mal das ganze Risiko ist, weil wir waren ja vorher rausgegangen und haben damit fast 1% gewonnen. Und genau solche Trades suchen wir natürlich. Und die helfen dann auch ein schönes Portfolio, auch in so Zeiten, wenn es volatil ist, wenn es mal 10% rauf, 20 runter geht, dass man da halt auch schöne Gewinne dann erzielen kann. Und das setzen wir jetzt hier, indem wir um, indem wir jetzt einmal das verkaufen. Und andere Trades, die ähnlich unterwegs sind, die setzen wir in der Active Trading Strategie um. Da kommen wir gleich noch zu. Was haben wir da umgesetzt? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Und was machen wir da jetzt zukünftig? Und da haben wir aktuell noch den Optionsschein drin. Das ist der Euro-Dollar-Call, denn ich rechne damit, dass der Euro sich noch positiv, der Dollar gegen den Euro sich positiv entwickeln wird bis zum Jahresende. Da haben wir auch noch Zeit. Laufzeit ist Dezember. Das heißt, die nächsten Monate können wir da entspannt sein. Aktuell ist es so, durch die Nachrichten aus Amerika, dass der Euro erst ein bisschen fester geht, weil die EZB am Donnerstag mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zinsen erhöhen wird und die amerikanische Notenbank ja erst in der zweiten Märzhälfte da ihre Stellungnahme zugibt. Und dementsprechend ist jetzt ein bisschen Stärke noch im Euro. Das sehen wir hier, der geht nach oben. Aber die Position lassen wir, würde ich eher nochmal nachkaufen, weil in so Krisenzeiten will man eher im Dollar sein als im Euro. Und ich glaube, das Thema wird in Europa auch noch erreichen. Und dementsprechend sollten wir diese Position auch noch behalten. Aber ihr müsst euch da nicht kümmern, weil das ist ein Active Trading, wird automatisch gemanagt. So, was hatten wir denn für geschlossene Trades? Die gucken wir uns gleich mal an. Also hier ist wahrscheinlich ein bisschen kleine Übersicht. Deswegen gehe ich nochmal auf mein Portfolio, die Übersicht, die ihr dann auch bei euch habt. Da gucken wir nochmal My Trader. Was haben wir hier für Trades gemacht? Beziehungsweise mein Portfolio muss ich mir da anschauen. Und da sieht man das Portfolio, wie es aktuell investiert ist, was wir dort haben. Und hier sehen wir ja auch dann den Quant of Active Range und die anderen Positionen. Das sind vergangene Positionen, die man hier sieht. Und bei den vergangenen Positionen haben wir, beziehungsweise, ja, genau. Haben wir den Euro-Dollar, den haben wir im Active Trading vorhin zugemacht, wurden wir ausgestoppt, werden wir aber nochmal nachkaufen, wie gerade gesagt. Und hier hatte ich heute tagsüber mal auf eine kleine Gegenbewegung gesetzt. Das hatte leider nicht so ganz funktioniert. Es ging danach zwar nach oben, aber durchs Risikomanagement sind wir da vorher rausgeflogen. Und die anderen Trades haben wir jetzt zugenommen. Gold hatten wir am Freitag gekauft, haben dann von Freitag auf heute 28% gemacht. DAX auch noch 10% im Plus, Nasdaq 3%. Das ist ja immer alles nach Kosten. Das heißt, also das ist wirklich das, was netto dann übrig geblieben ist. Und das sind die aktuellen Trades, das heißt, oder die geschlossenen Trades. Wir haben jetzt offen den Aquantum Active Range und werden es auch erstmal bei dem Aquantum Active Range lassen und auf der anderen Seite bei den Edelmetallen und Technologiemetallen und seltenen Erden. Und dann der Rest läuft halt über die Trading-Strategie Active Trading. Und bei der Active Trade, bei den Edelmetallen, sorry, haben wir ja gesagt, wir machen das in 4 Stufen. Am 13.02., am 3.03. bin ich jetzt beim zweiten Mal reingegangen. Ich mache es immer so zum Monatsanfang. Immer im ersten Freitag im Monat kaufe ich das. Also wenn ihr monatlich das einstellt, dann wird das immer am ersten Freitag im Monat dann gekauft. Das ist dann der Durchschnittseinstiegskurs, der aktuelle Kurs. Und hier sieht man dann die P&L, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und Gold, ne, 2,4% im Schnitt. Sieht, die Edelmetalle sind gestiegen. Platin, Diamanten, so, das hat jetzt nicht so geklappt. Germanium ist noch ein bisschen nach oben gegangen. Und hier so, was die seltenen Erden, Technologiemetalle angeht, die sind ein bisschen runtergegangen. Sicherlich dadurch bedingt, dass man vielleicht schwächeres Wirtschaftswachstum erwartet. Und ist aber für uns mehr oder weniger egal, weil wir bauen jetzt über die nächsten 4 oder
die nächsten 2 Monate jetzt noch eine Position auf, um dann 20% genauso investiert zu haben. Und das wird für uns der Ausgleich sein, der sichere Hafen für eventuelle Volatilitäten, die es dann an den Märkten geben wird. So, dann ist jetzt das Thema Live-Trading. Nur Live-Trading, da würde ich jetzt momentan sagen, da machen wir jetzt erstmal gerade nichts, weil es macht momentan jetzt keinen Sinn, hier irgendwo wo reinzuspringen. Und ich gehe jetzt mal hier auf Bloomberg, wenn wir uns was mal anschauen, weswegen ich jetzt hier keine Trades mache, weil so eine Diskrepanz, die wir hier haben, der Nasdaq, der eigentlich am meisten beeinflusst dadurch sein sollte, steigt. Und der DAX und die europäischen Werte, die eigentlich am wenigsten beeinflusst sein sollten, fallen. Klar, bedingt durch die Action der Notenbank, ist aber jetzt einfach mit Unsicherheit. Und jetzt ein Trade zu machen, wir machen ja einmal im Monat das, es geht ja am 13.04. wieder weiter, würde ich jetzt ungern einen Trade eingehen, weil ich habe keine Ahnung, wo wir in einem Monat stehen, ob wir 10% höher oder 20% tiefer stehen. Dafür muss man halt kurzfristig traden. Und das setzen wir über die Active Trading Strategie um. Das heißt, es kann sein, dass wir morgen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass in Deutschland der Markt sich dann auch erholt, dass die Leute darüber nachgedacht haben, was da jetzt passiert ist. Und dann geht's hoch. Und wir bereiten gerade auch schon dafür ein paar Trades vor. Wie gesagt, den ersten Fuß reingehalten in den Markt hatten wir heute. Muss man in Deutschland noch berücksichtigen, ist der dritte Freitag des Monats, da ist immer ein Verfall. Und beim Optionsverfall muss man natürlich immer gucken, da können die Positionen in verschiedene Richtungen gehen. Und März ist auch ein Quartalsverfall, da ist es schon immer wichtig, dass man das auch berücksichtigt. Aber es wird in jedem Fall Trading-Möglichkeiten geben. Und unser Ziel ist es dann auch, hier ordentlich weiter zu traden und die Performance nach vorne dort zu bringen. Was wir jetzt hier machen werden, eine Sache, die ist auch mal, bevor wir dahin kommen, auch nochmal ganz wichtig. Wir schauen uns mal die Trades des letzten Monats an. Wir hatten jetzt am Anfang, ne, hier sehen wir das, ein paar DAX-Trades gemacht, die haben nicht so funktioniert, ne, hier auch nicht. Dann hat mal einer funktioniert, dann S&P hat gut funktioniert, Euro-Dollar hat schon mal gut geklappt, Nasdaq, der wieder jetzt nicht. Moderna war es auf fallende Kurse in der Einzelaktie zu setzen. Die ging leider am nächsten Tag schnell runter, dann wurden wir ausgestoppt. Das passiert halt auch mal. Dann hatten wir jetzt hier einige sehr gute Trades, die wir jetzt umgesetzt haben, die wir heute realisiert haben, alle. Da haben wir Shorts auf Tesla gemacht, auf Netflix, Eurostoxx Banken. Das wird ein Index, den werde ich mir auch noch intensiv anschauen. Und wir können davon ausgehen, da werden wir noch ein paar Trades machen, kurz- und mittelfristige, weil ich zeige den Index gleich mal bei Bloomberg, da gibt es viele Chancen. Und wie gesagt, heute waren auch nochmal die anderen Trades. Also das sind eigentlich so jetzt die Trades, die wir jetzt zwischen Donnerstag und Freitag gemacht haben. Und wir sehen, ne, auch am Anfang, wenn Trades mal schief gelaufen sind und auch hier, die Hälfte dieser Trades waren am Donnerstag im Minus. Die sind aber jetzt alle ins Plus gekommen, weil der Markt natürlich auch mal ein bisschen Zeit braucht, Nachrichten zu verarbeiten etc. Und von den Trades, die ich dann umsetze, die sind dann auch mal über mehrere Tage und dann vielleicht auch manchmal über mehrere Wochen. Da muss man halt dann auch dann abwarten. Und das realisiert sich schon. Und wichtig ist auch wenn mal die Trefferquote auch mal jetzt nicht immer bei 100% oder so ist, gehört auch dazu. Also der Trading-Weltmeister zum Beispiel, der hat eine Trefferquote, die sogar deutlich niedriger ist, aber hat eine P&L jenseits von 100% alleine schon in diesem Jahr. Und es kommt dann immer darauf an, welche Trades macht man, wie ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Und dementsprechend werden wir ganz sicher am Jahresende hier zweistelliges Plus sehen in diesen Strategien. Apropos Trading-Weltmeister, es gibt morgen, haben spontan der Patrick Niel und der Thomas Vorwald und ich uns entschieden, ein Webinar zu machen. Und da stellt Patrick Niel, ist der Trading-Weltmeister. Und der Thomas Vorwald ist ja, der von Trade the Traders, der Gründer, wo der Patrick Niel tradet. Und da werden wir ein bisschen zeigen, wie die im Daytrading unterwegs sind. Also mit ganz spannenden Strategien. Wer daran Interesse hat, kann das kurz in den Chat schreiben. Und dann schickt unser Team hier auch nochmal kurz den Link rein. Also es lohnt sich, morgen Abend 19 Uhr ein Live-Webinar aus dem Büro des Weltmeisters in Reutlingen. Denn, das kann ich auch schon mal in dieser Runde sagen, mit ihm werden wir jetzt zusammen was machen und in den nächsten Wochen werdet ihr ihn dann hier auch live
auf der Follow My Money Plattform haben und wir werden sicherlich auch ein paar Trades von ihm mit übernehmen. Für alle, die noch nicht dabei sind, können natürlich gerne sich hier auch anmelden bei uns.